So, gehen wir also nach Norden. Oh, da ist. Da ist ein Monsterlager. Mal gucken, ob wir da rankommen, ohne dass wir gesehen werden. Wahrscheinlich schon zu spät. Sind aber Moblins. Keine Exalfos. So, damit ist einer schon mal tot. Einer von vom Ausguck. Wow, wie viele sind das? Wie viele davon sind Silber? Alter, was ist denn los? Okay, primär sind es Schwarze. Alter. Moment. Wo gehen Sie hin? Sie wissen, wo ich bin, weil ich aufgestanden bin, ich Blödmann. Zeig doch mal dein Köpfchen. Danke. Wie viele sind das? Stirb. Hört gar nicht mehr auf. Und da ist der Bogen zerbrochen. Nehmen wir den nächsten. Danke. Wow. Okay. Das alles ist ein bisschen verkrampft, aber ist okay. Wir haben es ja geschafft. So, habe ich irgendwas davon noch nicht fotografiert? Hab ich. Okay. So, was ist denn hier drin? Hat sich das gelohnt? Elektro-Großschwert. Durchaus. Aber dafür müsste ich jetzt wahrscheinlich erstmal eine Waffe wegwerfen. Zum Beispiel. Die da. Der ist eh fast kaputt. So. Was haben wir denn hier noch? Ein Ritterbogen. Nehmen wir mit. Mir ist ja gerade steht einer kaputt gegangen. Wo ist der ganze Loot? Hatten die nichts? Außer den Bogen? Okay. Doch, hier liegt noch was. Ah. So, auf weiter nach Norden.
Weiter, weiter ins Verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben. Hallo. Oh! Alter! Stirb einfach! Wow! Das war Schaden! Mifa ist aktiv? Ja. Sie kann mir einmal das Leben retten gleich. Weil mich gleich der da vorne umbringen wird. Aha, der hat Bogen. Wow, ich habe mich gerade selber angezündet. Ja, klopft, klopft ruhig. Ist es ja nur Sonntag. Bitte, holt eure Werkzeuge heraus. Und ernsthaft. Das ist doch das Rätsel mit den Äpfeln, nur mit Zitterfrüchten. Ah, Moment, Moment. Ich bin gleich für euch da. Ich kann mich gleich um euch kümmern. So. Jetzt den da weg und gelöst. So, ist die Frage, kann ich die auch einfach umpeln? Nee, okay. Da kann es einem nicht passieren, dass einfach mal die, die Bäume weg sind. Erstens, weil es keine Bäume sind, sondern Kakteen. Oh Gott, ich will da gar nicht hin, aber ich muss da, ist ein Schrein. Den ich jetzt noch nicht sehen kann. Warum nicht? Ich will das nicht. Es wird übrigens gerade eiskalt wieder. Moment. Ist das so ein Abgrund? Nee. Aber ich glaube, ich sehe den Schrein. Ist er das? Leider sehe ich aber auch den Moldugar. Nee, du. Moldora, Entschuldigung. Es ist kein Schrein. Es sah nur so aus. So ein Mist. Ah ja. Muss ja wahrscheinlich alles anzünden. Alter.
Also, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie ich dem beikommen soll. Weil das war gerade eben ein Treffer mit dem Bogen. Hallo. Ich habe kaum Bombenpfeile. Lalalala. Scheiße. Was ist das hier, Monster Hunter? Ich habe keine Bombenpfeile mehr. Hey, bleib hier! Wo ist er? Warte mal. Versuchen wir es mal mit dem Bombenmodul. Ja! Oh, wow! Bam! Reagier darauf, dass es blöde... dass die Bombe auf dem Sand landet. Okay, ich weiß jetzt, wie ich euch beikomme. Wow. Moldora-Flosse. Stabile Rückenflosse eines Moldora. Ein Nährmoldora. Sie kann als Medizinzutat verwendet werden. Doch vielleicht gibt's auch jemanden, bei dem man sie eintauschen kann. Oh Gott, warum habe ich gerade das Gefühl... Was ist das alles hier? Ich muss mal gerade fotografieren. Moment. Ich habe übrigens vergessen, den Moldora zu fotografieren. Moldora-Herz. Ah, ein seltener Futter nach einem Kampf gegen einen Moldora. Man kann es als Zutat für Medizin verwenden, doch es soll noch eine andere Verwendung geben. Er hat eine Schatztruhe verschluckt? Mondsäbel. Okay. Ich brauche meine Fackel. Okay. Jetzt weiß ich, wie ich Moldoras besiegen kann. Sie reagieren darauf, wenn man Bomben auf den Sand wirft und fressen die Bombe. Im Prinzip sind also wieder bloß Übergrüße. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Dodongos. Es sind übergroße Dodongos. Oh, wow. Bitte lass es ein Segen sein. Kein Schrein. Es soll bitte ein Segen sein. Man muss hierfür nämlich einen Moldoga besiegen. Und die Fackeln anzünden. Das ist, glaube ich,
Das sollte genug sein. Ich erzähle mal gerade die Bombe, damit sie weg ist. Oh Gottes Willen. Wir haben einen Moldugar besiegt. Es ist ein Segensschrein, sehr gut. Was haben wir denn hier? Einen Gerudo-Bogen. Den lassen wir mal schön in der... Ne, eigentlich muss ich ihn mitnehmen, ne? Ne, so ging das ja nicht. Soldatenbogen. Weg damit. Und dann nehmen wir uns den Gerudo-Bogen mit. So. Ich muss ja die Kisten öffnen, sonst ist der Schrein nicht zu 100% abgeschlossen. Wir können uns wieder zwei Herzen leisten. Gut, dass es bei der ersten schon ein Herz gegeben hat. Es hieß ja, es ist selten. Oh. So, und am besten haben wir jetzt Blutmond. Da hätte ich jetzt Spaß dran. So. Da drüben ist übrigens auch nochmal ein Krog. La 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 la. Einer der größten und schwersten Gegner des Spiels besiegt, einen Moldora. Wie heißt die Viecher bei uns? Moldora, okay. Wo bin ich denn gerade? Ich renne gerade in die falsche Richtung. Oh, Frostmelone. Was ist das denn? Ach bitte. Du siehst mich nicht. Da, das meine ich. Was ist das? Die nächste Statue. Die zeigt immer irgendwo hin. Wo zeigen die? Achso. Wow, ich bin jetzt wahrscheinlich am Krog schon vorbei. Weil ich gerade nicht sehe. Oh wow, ich hasse Sandstürme. Wo führt es mich hin? Gehe ich überhaupt noch geradeaus? Da ist eine Ruine. Und da ist auch wieder eine Statue. Oder? Nee, das ist keine Statue. Doch, da ist eine Statue. Okay. So, die zeigt jetzt in diese Richtung.
Und dort ist ein Schrein. Danke, Statue, dass du mir den Schrein gezeigt hast. Kimatsuzu-Schrein. Dummerweise habe ich dadurch jetzt wieder mal